Das Ziel dieser Reise ist Ecuadors Amazonien. Irgendwo wild campen. Hört sich an wie Volk der Völker, die ganze Zeit rumschreien. Nach Tieren suchen, sie fotografieren. Also, ich bin jetzt hier gerade in einem Sturm gefangen. So, eine wunderschöne Avicularia. Und Baumklettern. Abenteuer Amazonien. Come on, jump in and get inspired. Nach ein paar Tagen in der Hauptstadt Quito fliege ich nach Coca, oder auch Puerto Francisco de Orellana genannt. Coca ist eine recht große Stadt am Rio Napo, die letzte größere Bastion der Zivilisation. In Coca angekommen ist niemand im reservierten Hotel. Wenn ich will, der hat schon. Ich disponiere schnell um. Ein anderes Hotel bekommt mein Geld und ich einen super Ausblick auf den Rio Napo, den größten Fluss Ecuadors. Der Blick ostwärts verspricht Tausende von Kilometern amazonischen Regenwaldes bis zum Atlantischen Ozean. Amazonien ruft mich. Ich höre mich in der Gegend um, ich will ein Kanu ausleihen. Nach ein paar Tagen bekomme ich sowohl ein Kanu als auch einen Schleppdienst. Der Plan ist, mich und mein Kanu ca. 60 Kilometer ostwärts bis zum Nebenfluss Rio Chipati zu bringen. Wegen Starkregen fahren wir später ab als geplant. Am Rio Chipati werde ich dann für ca. 2 Wochen auf mich allein gestellt sein. Okay, das Abenteuer kann jetzt beginnen. Man hat mich jetzt hier an diesem Platz ausgesetzt, quasi hier hingebracht. Oh, guck, diese wunderschöne Springspinne hier. Das ist schon mal ein guter Willkommensgruß, würde ich sagen. Wunderschön, die ist ja riesig. Also man hat mich hier hingebracht, abgeschleppt sozusagen mit einem Motorboot. Und in diesem Kanu hier werde ich dann unterwegs sein. Genau, das ist hier der Rio Napo. Und in dieses Flüsschen will ich dann rein. Rio Chipati nennt sich das. Irgendwo dort will ich mein Camp aufbauen. Hier habe ich jetzt jede Menge Holz gesammelt. Das hat mich ungefähr eine halbe Stunde oder 45 Minuten gekostet. Unterschiedliche Stärken. Hier. Sowas hier auch dickere Stämmchen. Oder ist der? Was ist denn das? Da. Sowas. Jede Menge dünne Zweige. Und hier noch in dem Beutel Zunder. Das versuche ich dann auch trocken zu halten, indem ich die Beutel dann zumache, falls es regnen sollte, also oder vorher schon. Mal gucken, wie lange das Feuer so halten wird. Ja, und das Holz habe ich dort gesammelt. Hier nehmen wir hier Treibholz, dünne und dicke Zweige, Äste. Jetzt muss ich einen guten Platz zum Campaufbau finden. Während ich so den Rio Chipati entlang paddele, höre ich Disco-Musik. Verdammt, nicht mal hier am Arsch der Welt hat man davor seine Ruhe. Im Flachland reichen Geräusche recht weit. Zumindest weiß ich, dass Menschen irgendwo in der Nähe sind, für den Fall, dass mein erstes Solo-Abenteuer nicht so ganz nach Wunsch verlaufen sollte. Bald finde ich eine flache Stelle zum Anlanden. Als ich aufsteige, versinke ich bis zu den Knien im Matsch. Meine ganze Ausrüstung muss rauf aufs Trockene. Ich ackere wie ein Tier, um die 55 Kilo durch Matsch in der feuchten Hitze raufzubekommen. Oben angekommen mache ich den Platz erstmal frei von Unterholz und baue mein Camp auf. Es wird langsam dunkel. Hier ist mein Feuerholz. Hab das mit Helitoniumblättern geschützt vor Regen. Und drunter ist es. Gegen 18 Uhr ist es schon Nacht. Und über mir
scheinen die Sterne durch die Lücken zwischen den Baumkronen. Herrlich. Ich schnappe mir meinen Fotorucksack und meine Stirnlampe und erkunde die nähere Umgebung des Camps. Schon bald entdecke ich auf der Unterseite eines Blattes einige Wanzenbabys, die sich noch um ihre Eierschalen versammeln. Rechts daneben eine kleine Heuschrecke. Ein kleiner baumbewohnender Skorpion der Art Titius bastosi sitzt über meinem Kopf an einem Palmenstamm. Diese nachtaktive Laubheuschrecke genießt ihr gesundes Fruchtfrühstück. Alte Bekannte aus Costa Rica, eine Fischerspinne aus der Gattung Anzylometes. Okay, das ist mein Boot hier. Und wie man sieht, ist hier alles voller Wasser auf dieser Stelle hier. Das war vorhin alles Land gestern Abend. Ja, und mein wirkliches Problem ist nicht nur dieser kleine Anstieg des Wassers, sondern eher, wie man hier sieht, die Gefahr, dass das Wasser noch viel weiter ansteigt und auch das Land hier überflutet. So, man sieht das hier an den Sporen, an den Blättern. Das ist alles quasi so Sediment. So, ich bin jetzt ungefähr 10 bis 15 Meter entfernt von meinem Camp. Und wie man sieht, ist hier das Sediment auf den Blättern immer noch. Das heißt, das Wasser kommt bis hier hin. So, sehr schön. Jetzt bin ich ungefähr 50 Meter von meinem Camp entfernt. Und hier gibt es immer noch Dreck auf Blättern. Das heißt, das Wasser kommt sogar bis hier hin, wenn man Pech hat. Jetzt bin ich gespannt, wie der Wasserstand ist. Okay, also schon mal ganz gut, der Fluss scheint zu sinken. Zwar lächerlich langsam. Und zwar mache ich das hier an dieser Marke fest. So, wo ist er denn? Der Böbel da vorne, im Stock hier, der war vorhin am frühen Morgen noch ziemlich bedeckt. Also bis zur Hälfte ungefähr, und jetzt ist um die Hälfte gesunken. Das ist natürlich nicht genug im Vergleich zu gestern. Aber naja, immerhin ein gutes Zeichen, dass es sinkt und nicht steigt. Jawohl, mein erstes selbstgekochtes Wasser in der Wildnis. Es gibt jetzt gleich lecker Reis. Es hat heute kein Fisch angebissen, so muss ich nur Reis essen. Er schmeckt sehr rauchig. Die Ruhe am Flussufer ist sehr entspannend. Die Sonne spiegelt sich im Wasser und spielt auf den Blättern. Insekten haben die Salzquellen schnell entdeckt. Als ich eines Morgens am Ufer frühstücke, höre ich vom Weiten Motorenlärm. Es fährt doch tatsächlich ein dickes Motorboot mit Touristen den Fluss entlang. Ich werde verpetzt. Sergio kommt am nächsten Morgen zu mir und lädt mich ein, meinen Trip auf dem Gelände von Yaku Kausai fortzusetzen. Come on! Jump in! Get inspired. Das war der erste Teil meines Solo-Abenteuers am Rio Napo.